Rennercom Sailing Week steht vor der Tür. 20 Mannschaften kämpfen unter dem Motto Sail Race Fun vom 5. bis zum 11. Mai vor der Küste von Kroatien um die begehrte Trophäe. Am letzten Wochenende präsentierte der Veranstalter, der Yachtclub Salten, anlässlich der Freizeitmesse 2018 die Mannschaften und das Segelrevier. Die Organisation ist bereits schon seit Monaten im Gange. Wir haben vieles vorbereitet. Ich hoffe mir wunderbares Wetter, vor allem tollen Wind und natürlich tolle Kameradschaft. Und ich glaube, die heurigen Location, wie wir sie aufgesucht haben, die müssten alles bieten. Von sportlichen Ehrgeiz, von natürlich die Möglichkeit, auch eine tolle Wettfahrt zu machen. Aber vor allem das Gesellschaftliche am Abend ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir Südtiroler eine tolle Segelwoche erleben können. Gestartet wird in Biograd auf Neuden Bavaria 41S. Das sind schnelle und komfortable Cruise Racer, die Platz für 8 Personen bieten. Die Anker werden in Zaton, Chut, Zminjak und Kuklica geworfen. Am Start werden wieder Südtirols Top-Segler sein wie BMW Auto Icaro, der Sieger der Ausgaben von 2016 und 2017, aber auch das Brand Namic Sailing Team, das Siegerboot 2015. Die große Favorit ist sicherlich der Titelverteidiger Auto Icaro, aber auch die Windsurfing Kaltern sind sehr stark. Und Hellhans, also Hellcommerce, die sind natürlich heiß auf Revanche. Die sind letztes Jahr dritt geworden und ich glaube, die sind sehr gut drauf heuer. Welchen Platz streichen? Ein Erster. Deswegen Applaus für die Titelverteidiger. Sicherlich arbeitet man darauf hin, dass es wieder passt, aber es wird allem schwieriger. Nicht? Wenn man jetzt schon zweimal gegangen ist, das dritte Mal wird dann sicher noch schwieriger, wieder die Leistung zu bestätigen. Erwartet sie viel, viel Spannung, viel, viel Abenteuer, weil wir sind auf dem Wasser. Wir wissen nicht ganz genau, was uns jeden Tag erwartet. Wir hängen natürlich von Wind und Wetter ab. Und jeder Tag ist neu, jede Wettfahrt. Ja, jeder kann gewinnen. Das ist toll. Heuer erstmals wird auch ein reines Damenboot an den Start gehen. Angeführt von Skipperin Deborah Sparber werden noch weitere 6 Damen das Abenteuer Rennercom Sailing Week in Angriff nehmen. Das ist so ein Traum von mir seit ganz vielen Jahren und haben es letztes Jahr schon probiert, letztes Jahr war es ein bisschen zu kurzfristig und ich habe einfach allem den Mann der Welt beim Segeln allem gesehen und die haben gesagt, nein, ich möchte mal Madeln auf einem Boot haben und mit denen zusammen Spaß haben und auch sagen, dass wenn wir trainieren, dass wir auch was errichten. Vielleicht nicht heuer, vielleicht nächstes Jahr, jetzt schauen wir mal. Laufend informiert über den Stand der Rennercom Sailing Week werden Sie auf Sportnews, auf Stoll, auf Südtirol 1, auf Radio Tirol und in der Tageszeitung Dolomiten.